Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Oh yeah. Gott, ist das laut. Ruhig werden, Leute, ruhig werden. Leute, bin ich bei euch ruhig. Dankeschön. Ja, wir begeben uns jetzt ins Rathaus, was ziemlich cool aussieht. Und helfen Deodatus und Zandor dabei, diese Spalten wieder zu schließen und die Invasion auf Alleroth zu beenden. Beeilt euch! Zandalor wartet besorgt auf eure Hilfe. Ja, warum traut ihr Zandalor, wo es doch sonst niemand tut? Ich bin schon eine Weile hier und weiß sehr genau, dass man nicht alles glauben soll. So sieht's nämlich aus. Dass die Drachen unschuldiger Opfer eines hinterhältigen Plans aus der Feder des Verdammten waren, das habe ich nicht erkannt. Aber ich wusste schon immer, dass Zandalor grundlos in Ungnade gefallen ist. Okay, Zandalor scheint offensichtlich ähnlich wie die Drachen von der Bevölkerung nicht besonders wohl gesehen zu sein. Aber ja, ich dachte schon, dass ich mit dieser Sache, dass Damian diese fiese Machenschaft gesponnen hat, dass die Drachen den Göttlichen getötet haben, obwohl er es getan hat, dass ich damit gespoilert hatte. Aber nein, irgendwann haben wir das schon mal gehört, nämlich, glaube ich, von Zandalor. Ansonsten hätten wir das am Ende des Spiels sowieso nochmal erfahren. Aber ja, offensichtlich haben wir das schon mal im Spiel erfahren und ja. Deswegen habe ich auch nicht gespoilert. Yay! Schon oft in diesem Spiel. Wie gesagt, dieses Let's Play zieht sich ja jetzt schon so lange, über mehr als ein Jahr. Deswegen weiß ich nicht mehr so genau, was wann gesagt wurde. Ich weiß halt nur, was passiert ist, aber nicht, wann man was erfährt. Deswegen. Es wäre einfach undenkbar, dass der engste Freund des Göttlichen nicht das Beste für Revalon will. Genau. Leider verloren wir uns vor einem halben Jahrhundert aus den Augen. Bis er plötzlich hier auftauchte und sagte, dass ihr kurz davor seid, Damian zu besiegen, aber die Stadt darunter leiden könnte. Okay. Zandalor wusste schon vor einem halben Jahrhundert, dass wir irgendwann mal Drachenritter werden. Naja, wie gelangt man in das Rathaus? Der Haupteingang ist verriegelt, aber ihr könnt den Teleporter dort benutzen. Na, das ist doch gut. Palmer, tretet für einen Moment zur Seite. Aber verwehrt allen anderen den Zutritt. Zu Befehl, General! So sieht es nicht aus. Drachenritter, möge der Göttliche euer Schwert führen. Man sieht Lebt sich. Wohl, Drachenritter. Wie konntet ihr Champions zulassen, dass das passiert? Leute, ruhig. Ich mach doch schon. Ist doch alles cool. Rathaus, Alleroth. Rathaus. Jo. Da begeben wir uns jetzt hinein. Oh. Oh! Ja, man sieht schon. Nicht nur die Untoten und Dämonen sind ein Problem. Es sind auch fliegende Festungen. Über Alleroth. Es wird höchste Zeit. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr wissen, wir machen das Ganze, damit wir in die Halle der Seelen kommen, damit wir dort Igerna von den Toten zurückholen können. Denn Igerna und Damian haben einen umgekehrten Seelenvertrag eingegangen. Damian lebt, Igerna ist tot. Wenn Igerna wieder aus der Halle der Seele und damit aus dem Tod zurückgeholt wird, stirbt Damian und die Katastrophe ist aufgehalten. So, kurze Zusammenfassung daher. Dabei jetzt. Deodatus und Zandalor. Beim Göttlichen, ich bin froh, euch zu sehen. Deodatus und ich können die Stadt kaum halten. Eure Anwesenheit ehrt mich, Drachenritter. Selbst in diesen schlimmen Zeiten. Es war Deodatus, Erzmagier von Alleroth, der das Schutzamulett besaß. Er verwahrte es sicher in einer anderen Dimension. Als wir es holten, öffneten sich mehrere Spalte und damit das Tor zur Hölle. Menno. Wir können die entweichenden Kreaturen töten, aber nicht gleichzeitig diese schrecklichen Dimensionsöffnungen versiegeln. Kümmert euch um sie. Während ich versuche, diese Spalte zu schließen. Aber haltet mir den Feind vom Leib. Die Zauber sind komplex und erfordern meine vollste Aufmerksamkeit. Alles klar, lass uns anfangen. Ausgezeichnet. Wir sollten mit den oberen Spalten anfangen. Ihre Aktivität nimmt zu und könnte bald außer Kontrolle geraten. Also, ich sehe keine Aktivität. Okay, meine Freunde. Zandalor, ich folge dir. Lauf. Bitte etwas schneller. Ja, wir müssen jetzt im Grunde aus diesen Spalten brechen böse Viecher aus und wir müssen Deodatus und Zandalor oder nur Zandalor, vielleicht hilft Deodatus ja sogar, auf jeden Fall müssen wir Zandalor beschützen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Denn wie wir bereits... Erwache, mein Tierchen!
in den letzten paar Folgen gemerkt haben. Wir sind ziemlich mächtig. Deswegen, Zandalore, zeige mir, wo ich hin muss, wo ich dich beschützen kann. Und meine Diener und ich werden eben dies tun. Ja, ich mag die Kreatur. Kristalldrache ist da ein Stück. Geil. Ich loote mal hier eben ein bisschen das Rathaus von Aleroth. Okay. Zandalore, hau rein. Ach, guck mal. Es gibt sogar dieses... Ich muss den Zauber noch einmal sprechen. Och, Leute. Ach so, wir müssen die 15 Sekunden müssen wir quasi alles tun, damit kein Angriff Zandalore trifft. Halt! Na gut, die bringen wenigstens also ein bisschen, ein paar von denen bringen. Das war's. Immerhin. Ups. Der erste Spalt ist versiegelt. Gute Arbeit, Drachenritter. Yay! Seid ihr bereit, dem Feind gegen. Oh, Gedanken lesen. Hab ich vergessen. Yeah. Wir sind unserem Ziel nahe, aber man kann nicht stark genug sein. Geil. Jetzt kriegen wir von dem nochmal einen Fähigkeitspunkt. Zwei sogar? Was geht bei dir? Okay. Ruhig. Was könnte ich verbessern, was sinnvoll ist? Vielleicht das die Zerstörung, genau. Eure Magieangriffe verursachen ein bisschen mehr Schaden. Bekommen wir das jetzt immer jedes Mal, nachdem wir ein Portal geschlossen haben? Wenn ja, dann wäre das extrem geil. Ich glaube es zwar nicht, aber ich könnte es mir sogar fast vorstellen. Okay, geil. Vor allem direkt zwei. Also, ich sag's gerne nochmal, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Wir sind so mächtig. Ihr habt gerade gesehen, die Viecher... Sie haben nichts gemacht. Sie konnten nichts gegen uns tun. Wir sind wahrlich die mächtigste Kreatur in ganz Rivellon. Kann man das hier öffnen alles? Oder zumindest ein bisschen davon. Nicht? Na dann eben nicht. Geht Zandalore. Dann hau man rein. Okay, Deodatus gibt uns sogar jedes Mal so einen kleinen Boost, was ich extrem cool finde. Na komm, machen wir hier nochmal sowas. Ach Leute. Aber wenn das Zeitlimit jetzt ausläuft. Ein weiterer Spalt wurde versiegelt. Noch haben wir es nicht geschafft, Deodatus. Macht weiter! Zandalo? Okay, nein. Offensichtlich nicht. Cool. Auch wenn er sozusagen ein paar Sekunden getroffen wird, bevor die Zeit abläuft. Wenn die Zeit abläuft, ehe... Also sie reden dann ja noch immer so ein bisschen. Mit dann, oh, es hat nicht geklappt. Oh, wir müssen vorne anfangen. Oh. In dieser Zeit läuft das Zeitlimit aber weiter. Und wenn es dann noch 0 erreicht, bevor der Counter wieder von 0 beginnt, also wenn ihr Gespräch, wenn der Dialog quasi zu Ende gelaufen ist, wird es trotzdem als geschafft gewertet. Ich finde ich extrem lustig. Ich meine, gut, es würde keinen Unterschied machen. Die bringen so wenig Erfahrungspunkte, von daher... jetzt erst das oder alle drei zusammen? Es wäre kein Problem. Zandalore ist immer noch eine zentrale Person. Die steht... Okay, Zandalore, lauf. Lass dich von den Viechern gar nicht abhalten. Die sind doof. Nein, ihr seid... Nein, ihr seid nicht doof. Der will das nur hören. Ja, das... Nein, nein, nein. Nein, nein. Die sind doch nicht doof. Die sind voll cool. Okay, Zandalore. Halt, stopp. Der obere Bereich wurde gesichert. Nun zu den letzten Spalten. Jo. Gut. Los, Deodatus. Wieder auf ins Gefecht. Oh, sogar eine Minute. Ja, ich meine, gut, sind ja auch mehrere oben. Mein Gott. So, erstmal diesen Feuerring, was jetzt wahrscheinlich relativ egal war, aber naja. Zandalore heilt mich sogar jetzt mal ein bisschen, was ich ziemlich cool finde. Die schleichen sich auch immer so total mies um einen rum. So, dass es ziemlich schwierig wird. Noch nicht. Alle abzuhalten. Speichere jetzt mal mittendrin nach einer halben Minute. Weil, wie gesagt,
Die Erfahrungspunkte brauchen wir. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Macht uns nicht viel Schaden, aber er ist groß und deswegen ist er so stark. Nein, halt, stopp. Halt, ach, das ist Deodatus. Nein, halt, stopp. Noch nicht. Nein, könnt ihr vergessen. Nein, nix. Da mach ich nicht mit. Nee. Diese stolze Stadt musste leiden. Aber wir haben das Schutzamulett. Es gehört jetzt euch. Was soll ich jetzt tun? Versucht, die Halle der Seelen zu finden. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Ja, okay, dann war es wahrscheinlich so gedacht, dass wir das Schutzamulett relativ früh finden, obwohl vom Level der Gegner nachzuhören nicht wirklich, aber egal. Das Schutzamulett ist unser. Sobald ihr den Ort kennt, den Zauber habt, um ihn sichtbar zu machen, und das Siegel besitzt, um euch Zutritt zu verschaffen, kann euch nichts mehr aufhalten. Schön. Schöne Aufzählung nochmal der Dinge, die wir brauchen. Und schön, wir stehen hinter ihm und er guckt nach vorne. Wenn nur der Göttliche, mein guter Freund Lucian, unseren Heldenmut im Kampf hätte sehen können. Wir sind der Halle der Seelen und der Besiegelung von Damians Schicksal einen Schritt näher. Oh ja. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Allerot steht immer noch in Flammen und wird von der Spaltbrut heimgesucht. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass sich neue Spalte öffnen, da die Wesen aus diesen Dimensionen auf Seiten des Verdammten stehen und seine peinigende Anwesenheit in dieser Welt spüren. Erst wenn er tot ist, können wir sicher sein, dass die Gefahr für Rivellon gebannt ist. Leb wohl. Ich werde euch finden, wenn Damian tot ist und Rivellon die dämonische Last abgeschüttelt hat. Jede Menge Erfahrungspunkte und so. Trotzdem noch eine klägliche Menge. Fast wäre wegen des Schutzamuletts eine Stadt zugrunde gegangen. Aber wenn wir die Halle der Seelen finden, war das Opfer nicht vergebens. Und somit, mein großer Paladin, habt ihr alles, was wir brauchen, um die Halle der Seelen zu betreten. Lasst uns also gehen. Das Land der Toten erwartet uns. Oh ja, das Finale des Spiels steht kurz bevor. Es ist so. Wir sind nicht auf der Maximal... Ich hätte ehrlich gedacht, in Allerhut kriegen wir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, aber nun gut, wir sind noch nicht auf der Maximalstufe. Ganz ehrlich. Ihr konntet ganz allein eine fliegende Festung in Schutt und Asche legen, was wirklich eine beispiellose Glanztat ist. Allerdings war sie zu diesem Zeitpunkt nicht nötig. Keine dieser Festungen wird mehr über den Wolken thronen, wenn ihr in die Halle der Seelen vorgestoßen seid und Igerna wiedererweckt habt. Ja, schöner Dialog, der irgendwie ein bisschen fehl am Platz war, aber egal. Wir haben alles getan, was es in Rivellon zu erledigen gibt. Alle Quests hier sehen wir nochmal. Warst du Yggdrasil? Ich könnte es mir sogar vorstellen. Da hinten ist unser schöner Drachenturm. Und jetzt beginnt das letzte Gefecht. Wir begeben uns in die Halle der Seelen. Um Igerna wieder zu erwecken und somit Damian zu töten, indirekt sozusagen. Und damit das Schicksal von Rivellon abzuwenden. Und dort ist sie auch schon. Da ist er, der Eingang zur Halle der Seelen. Oh yeah. Wie gesagt, das Finale des Spiels ist das jetzt. Es ist noch zu früh, ein Resümee zu ziehen. Definitiv. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben... Also den Standort kennen wir. Den Zauber der Offenbarung müssten wir haben. Also sonst können wir ihn ja nicht sehen. Ist das hier ein Questgegenstand oder so? Zauberbuch ist mal, ne? Naja, also auf jeden Fall, wir können ihn auch sehen. Wir haben das Siegel, um den Eingang zu öffnen, und das Schild, damit wir vor den dunklen Mächten geschützt sind, die in der Halle der Seelen herrschen. Da liegen ein paar tote Drachenelfen. Und ja, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns in die Halle der Seelen
Das Finale des Spiels wird dadurch eingeläutet und es wird episch. Es wird verdammt episch. Bis dann, tschüss.